So, hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Wochenabschluss im Juni. Ich weiß jetzt schon mal, der Monat wird teuer, aber es wird ein schöner Monat, so viel kann ich schon mal verraten. Und diese Woche ist auch noch nicht alles abgegangen. Von daher steigen wir erstmal mit den tatsächlichen Kosten ein und den Rest erkläre ich euch dann gleich. Also bei den Lebensmitteln, oh, jetzt habe ich mir meinen Zettel weggeräumt. Da. Bei den Lebensmitteln habe ich unter anderem die Mensakarte aufgeladen, also so, ja, Standard, ne? Plus halt kleinere Einkäufe etc. Das waren 30 Euro. Das heißt, ich habe hier noch 205 Euro für den restlichen Monat übrig. Bei Drogerie sind ja letzten Monat 10 Euro übrig geblieben. Ich lasse das ja drin. Und dann habe ich jetzt diesen Monat wieder 10 Euro reingepackt. Also habe ich 20 Euro zur Verfügung, habe ich aber noch nichts von ausgegeben. Dann habe ich bei Gesundheit, was habe ich? Ach ja, in der Apotheke, genau. Habe ich, ja, ich habe 14 Euro ausgegeben, aber ich habe 15 Euro aus dem Umschlag genommen. Damit das einfach passt mit dem Back-to-Back-Umschlag. Deswegen, ich, ja, wir machen was. Ich glaube, ich schreibe hier mal die 70 Euro auf, die jetzt noch drin sind und rechne aber dann wirklich nur das, was ich wirklich ausgegeben habe, weil ich bin ja ein Fan davon, nur das aufzuschreiben, also an Geld, was reingekommen ist, wirklich was neues Geld ist, weil da unter meinem letzten Video nochmal Rückfragen kamen. Also Einnahmen sind bei mir wirklich, ich sag jetzt mal, neues Geld, was bei mir wieder reinkommt. Und ja, dazu zählt halt auch Pfand oder beispielsweise eine Rückerstattung oder so. Apropos, ich habe noch eine bei Amazon zu kriegen, da muss ich mal prüfen, wie weit die ist. Also Geld, welches ich nicht in der Hand hatte praktisch und welches wieder jetzt in meiner Hand ist. So, und Sinking Funds und Co. sind ja Geld, welches ich ja theoretisch, ja, es ist für was bestimmt oder es hat einen bestimmten Zweck und Aufgabe, aber ich habe es ja noch in der Hand so gesehen. Ich habe es ja noch nicht ausgegeben, da habe ich wirklich eine strikte Trennung. Und deswegen, ja, ich schreibe das jetzt mal auf, was noch im Umschlag drin ist, rechne aber dann entsprechend bei den Ausgaben wirklich nur damit. Bei den Katzen sind ja noch 10 Euro übrig geblieben, 40 Euro habe ich reingepackt, also habe ich da 50 Euro zur Verfügung. Dann habe ich getankt, zweimal, allerdings einmal für ein bisschen weniger und jetzt einmal für ein bisschen mehr. Das waren insgesamt 107 Euro tatsächlich. Und da weiß ich auch gar nicht, wie diese 2 Euro zustande gekommen sind, ob ich die irgendwie kleingeldmäßig ausgegeben habe. Oder was ich da angestellt habe, oder habe ich das auf oder abgerundet? Ich muss mal gerade was gucken. Und zwar habe ich hier noch 30 Euro im Portemonnaie aus dieser Kategorie. Dann machen wir das nämlich ähnlich wie bei Gesundheit. Und ich gucke hier mal eben. So, 100, 200, 230. Ja gut, schauen wir das auch auf. Hi, bleib hier. So. Machen wir es hier genauso. Ich schreibe auf, was ich noch in dieser Kategorie zur Verfügung habe. Ich weiß nicht, dann habe ich die 2 Euro irgendwo anders her justiert. Aber es ist ja in der Kategorie angefallen, von daher lassen wir das mal so stehen. Dann habe ich neue Schüsseln gekauft bei IKEA, weil ich ja ab nächsten Monat wieder Vollzeit arbeite und dann werde ich mir auch wieder, wie ich das zuletzt gemacht habe, als ich im Praxissemester Vollzeit gearbeitet habe, da habe ich mir ja TK, Froster oder was gerade im Angebot war, abends abgepackt, in den Kühlschrank gestellt und dann morgens dann auf der Arbeit oder ja, nächsten Tag dann auf der Arbeit in die Mikrowelle gestellt und hatte dann Mittagessen. Super Zeitersparnis. Ich hatte keine Probleme mit meiner Zunge, zwecks Unverträglichkeit oder so. Also das ist echt super. Deswegen werde ich das beibehalten. Ich hatte aber dafür ein paar wenig Schüsseln. Also meine Spülmaschine läuft zwar schon, ich wohne ja alleine, ich lebe ja alleine, meine Spülmaschine läuft so, ja, je nachdem, was ich so veranstalte, so zweimal die Woche, dreimal die Woche, wenn es hochkommt. Aber wie gesagt, ich habe nicht so viele Schüsseln, deswegen habe ich da eine Investition schon mal vorgezogen und habe, die Kategorie existiert nicht, aber ich habe es da eingeordnet, aus der Haushaltskategorie bezahlt. Ja, ist vom Konto abgegangen. Also mein Puffer hat wirklich sehr, sehr gelitten, auch durch die extrem hohe Nachzahlung letzten Monat. Boah, da muss ich mich jetzt ranhalten, dass ich das wieder aufgefüllt kriege. Und ich habe, das habe ich aber aus der Autokategorie bezahlt, 18 Euro für nochmal eine Autowäsche ausgegeben. Mein Auto hat es echt
so nötig gehabt. Es war so dreckig, wirklich ganz furchtbar. Ich habe auch noch, also die Autowäsche hat 16 gekostet. Ich habe dann noch für 2 € so ein Mikrofasertuch mir geben lassen, weil die kann man immer austauschen in der Waschstraße. Also man gibt die alten ab und kriegt dafür ein sauberes neues. Man muss sie nicht nur selber waschen. Genau, und dann habe ich mir für 2 € so ein Handtuch noch mitgenommen. Ja, ich habe zwar Tücher im Auto. Aber die von der Waschstraße sind tatsächlich noch mal ein bisschen saugfähiger. Ja, doch, kann man sagen. Okay, insgesamt ausgegeben habe ich 189 Euro. Das ist eigentlich, ich würde sagen, eine durchschnittliche Woche. Also ist okay. Ich hatte schon teurere. So, was die Zusatzeinnahmen, genau, ja, das wäre schön, die Zusatzausgaben angeht, diesen Monat, da weiß ich noch nicht, wann die anfallen. Also ich habe mich gestern beim Tauchclub angemeldet. Ich habe ja 2022, für diejenigen unter euch, die mir ja schon ein bisschen länger folgen, wissen das ja, ich habe 2022 einen Tauchschein gemacht. Nach dem Bachelor habe ich mir das gegönnt, aber Tauchen ist schon, also zumindest was die Ausrüstung angeht, verhältnismäßig teurer Sport und ein teures Hobby, deswegen habe ich das so aufgeschoben. Ja, ich weiß, es ist noch ein bisschen früh und nein, eigentlich ist es im Moment nicht in meinem Budget. Wie gesagt, gleich noch, wie ich das Ganze jetzt manage. Aber ich muss dazu sagen, Tauchen ist für mich nochmal ein ganz anderer Ausgleich als Sport an sich, also gerade Fitnessstudio oder so, ja, das ist auch schon ein guter Ausgleich, aber Tauchen war für mich nochmal ein ganz anderes Level. Und ich weiß durchaus, dass die nächsten Wochen und Monate ein bisschen stressig sein können. Und ich habe Talent dazu, nicht auf mich Acht zu geben, was das angeht. Also mir eben nicht mal Zeit einzuräumen, in denen ja, ich dann mal so eine Art Pause einlege oder so. Und eben einen Ausgleich zu schaffen. Und deswegen will ich da ein bisschen vorsorgen und mich dazu ein bisschen zwingen. Deswegen habe ich mich jetzt schon mal dazu angemeldet. Und ich werde schweren Herzens mein Sesselgeld dafür opfern. Ich habe ja ungefähr 250 Euro bis jetzt schon gespart für den Sessel. 100 Euro fehlen noch, weil ich brauche ja 350 Euro. Vorausgesetzt, ich hole den Sessel selber ab. Und ich werde diese 250 Euro für jetzt meine Anmeldung nutzen im Tauchclub. Und dann habe ich ja die Rubbelspar-Challenge und die Hello Summer Challenge. Und das sind zusammen tatsächlich 350 Euro, weswegen ich mir überlegt habe, die zwei Challenges zusammenzupacken und davon dann den Sessel zu kaufen. Das heißt, wenn diese beiden Challenges fertig sind, dann kaufe ich mir den Sessel und das gesparte Geld, wie gesagt, da melde ich mich jetzt dann am Tauchclub an. Also ich habe mich ja schon angemeldet. Und ich darf auch heute das erste Mal schon mit tauchen. Oh, ich freue mich. Ich bin echt happy. Genau. Aber da weiß ich noch nicht, wann das abgebucht wird. Genau. Deswegen schreiben wir es auf, wenn es wirklich abgebucht ist. So, jetzt kommen wir aber noch zu den Einnahmen. Und zwar habe ich nochmal Pfand weggebracht, wo wir wieder beim Thema sind. Das waren 10, ach, machen wir es so. Das waren 10,14 €, die ich wieder abgeben durfte. Oder konnte, besser gesagt. Dann habe ich noch was verkauft. Das waren 13 Euro. Und ich habe Dividenden bekommen. Das waren 10,49 Euro in jetzt der ersten Woche. Ich habe gesehen, dass, also rückblickend nochmal die Übersicht bei Portfolio Performance, dass ich ja einen Monat dieses Jahr schon geschafft habe mit 85 Euro. Ja, es ist ein bisschen was verrutscht mit den Zahlungsterminen, was die Dividenden angeht, aber trotzdem ist mir das eben erst so richtig bewusst geworden. Ich weiß nicht, ich weiß das ja, ich habe ja auch das hier mit aufgelistet, aber irgendwie war das nochmal jetzt in der Übersicht zu sehen, nochmal ein ganz anderer Eindruck. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht schaffe ich es nächstes Jahr, einen Monat, die 100-Euro-Marke zu knacken, was die Dividenden angeht. Das wäre auf jeden Fall das nächste Ziel, in einem Monat 100 € Dividenden zu kriegen. Also netto natürlich. Von daher schauen wir mal, ob das klappt. Also, auch wenn ich im Moment nicht zur Plasmaspende gehe, hatte ich ja trotzdem ein paar Zusatzeinnahmen. Die Dividenden bleiben natürlich auf dem Konto. Da gehe ich nicht dran. Aber wir haben einmal Kleingeld. Auf jeden Fall. Ach, komm her. So. Und da gehen natürlich das Pfandgeld auch in die Pfand-Challenge. Keine Frage.
Und zwar 10,14 €. Oh Gott, was ist das denn? Oh nee. Sieht ja furchtbar aus. So. Ich habe es heute nicht mit Schreiben. Gut, so. Und die 14 Cent kommen in meine Spardose, damit sich im. Ach, wieso packe ich das hier weg? Damit sich in meinem Umschlag nicht so viel Geld ansammelt. Ja, genau. Okay, jetzt würde ich wirklich gerne bei der Rubbelspann-Challenge weitermachen, aber ich habe ein bisschen Angst, dass ich jetzt ein Feld frei rubbel, wo 15 € kommen. Ach, ich glaube, dann muss ich mir was überlegen. Oder ich muss zur Not dann wirklich mal Kleingeld mit reinpacken. Aber wir nehmen jetzt mal. Okay, ein Fünfer. Okay, alles klar. Puh. So. Dann packen wir das rein, das raus. Und, wo ist mein Checker? Das kommt wieder rein. Okay, gut. Das passt. So, heute ist der 7. Dann sind wir hier nämlich auch schon bei 25 €. Normalerweise entscheide ich ja immer erst die Verwendung der Challenges, wenn ich die Challenge fertig habe. Ja, dadurch, dass ich jetzt kurzfristig umdisponiert habe, habe ich dann den Verwendungszweck jetzt schon vorher bestimmt. Wo ist ja meine kleine Challenge? Da ist meine kleine Challenge. So, dann machen wir jetzt nochmal Lücken füllen. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. So. Hoppala. Machen wir hier mal noch die Reihe fertig. So. Das können wir nicht. Ja, aber das sieht ja auch. Nee, nehmen wir die. Das andere sieht ja doof aus. So, und dann haben wir noch für. Oh. Haben wir noch 50 Cent. Ich glaube, das wird nicht passen. Schade. 21, 17, 30. Nee. Dann lasse ich die im Umschlag. Ja, ich lasse sie jetzt mal im Umschlag, weil ich habe jetzt gerade nicht noch Geld, dass ich das irgendwie aufstocken könnte oder so. Und anders passt es jetzt gerade nicht. Dann lasse ich die 50 Cent. Das ist eigentlich auch gar nicht so eine doofe Idee. Nein, anderes Glas. Ich packe die 50 Cent wieder weg. So, ist ja nicht weg. So, und dann gucken wir mal, was jetzt diese Woche zusammenkommt. Und dann machen wir es nächste Woche passend. Ich habe jetzt, wie gesagt, kein Kleingeld mehr. Das letzte Kleingeld aus der Spardose, damit habe ich ja schon die Lücken gefüllt. Jo. So, mein Benzingeld muss ich wieder einpacken. Muss mich hier noch sortieren. Okay, gut. Und das packe ich gleich in die andere Spardose. Gut, dann haben wir soweit alles wieder sortiert. Das war die erste Woche. Gute Aussichten, teure, aber gute Aussichten. Oh, ich habe hier noch vergessen. 33, 63. Jetzt stimmt's. Jetzt ist alles vollständig. Okay, ich wünsche euch einen guten Start in den Juni. Oder ich hoffe, ihr hattet auch einen guten Start in den Juni. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, herzlich willkommen. Solltet ihr euch grundsätzlich für die Themen Geld verdienen, Geld sparen und natürlich auch Geld investieren interessieren, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Ist ja stets ja auch gratis. Und ansonsten, ganz egal, ob mit oder ohne Abo, freue ich mich natürlich trotzdem, wenn ihr bei meinem nächsten Video ebenfalls wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut.